Ich mache aus der Badewanne ein Aquarium für unseren Sohn. Er geht jetzt gleich baden. Ich habe erstmal eine Badematte geholt mit Meerestieren drauf. Dann habe ich hier noch so Sticker geholt. Das sind auch so Sticker, wo man nicht ausrutscht mit. Und ich fand die total süß. Damit ich die Temperatur des Wassers messen kann, habe ich hier ein Fischthermometer geholt. Dann einen Hai. Wenn man diesen Hai ins Wasser tut, dann fängt er an zu schwimmen und hört auch gar nicht mehr auf. Und dann kommt auch so eine Musik. Dann eine Krake, die leuchtet, wenn man sie ins Wasser tut. Und das ist wie so ein Springbrunnen. Richtig cool. Dann habe ich mir einfach hier so einen Bubble-Oktopus geholt. Batterien mussten natürlich rein. Dann habe ich Babyschauer und Wasser reingefüllt. Und dann kommt einfach ganz, ganz viel Schaum raus und ein bisschen Musik. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus und der Kleine wird Spaß haben. Dann habe ich hier noch so Schildkröten geholt. Die fangen an zu schwimmen, wenn man sie ins Wasser tut. Finde die auch richtig süß. Und dann war auch das Aquarium fertig. Ein paar Snacks vorbereitet, ein Tuch, wenn er beim Haarewaschen was in die Augen bekommt und noch ein paar Handtücher.